Good morning, everybody. Wir befinden uns immer noch hier auf Malle. Das Ding ist, wir befinden uns im Gebiet Balears, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher, wie das genau heißt, aber ich glaube, irgendwas mit Balears. Ich habe mir heute sogar tatsächlich spontan überlegt, wir fahren einfach mal nach Palma, Digga. Der Unterschied zwischen Balears und Palma ist einfach, dass in Palma ein bisschen mehr los sein soll. Und ich war tatsächlich selber noch nicht in Palma. Wir waren eigentlich immer nur hier auf dem Ballermann und so. Da oben haben wir Nachbarn, Digga. Das ist, ich befinde mich gerade auf dem Dach, Digga. Deswegen, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spontaner Trip nach Palma. Ich glaube, Palma ist um die 30 Minuten von uns entfernt. Hat mich hier ein Vogel angekackt, das kann gar nicht sein. Wir sammeln da auf jeden Fall ein paar Eindrücke, gucken uns an, was es da so gibt. Weil hier, ich sag euch ehrlich, hier auf Malle, ne? Bitte, hört einmal auf mich, hört einmal auf diesen Glatzkopf, kommt bitte niemals zu dieser Jahressaison hierher. Hallo? Kommt auf jeden Fall nur zur Hauptsaison hierher, weil dann ist auch wirklich was los. Wenn ihr zu dieser Zeit hierher kommt, ich sag euch ehrlich, werdet es bereuen. Man kann hier tatsächlich noch ein bisschen drehen für spontan, sondern aber für Daniel, sondern kannst du knicken, Digga. Hier ist nichts los. Ich kann auch nicht irgendwelche 50, 60 plus Rentner mit reinnehmen und mit denen irgendwelche Umfragen drehen. Das geht nicht. Die haben da keinen Bock drauf. Die wollen Wein trinken und Musik hören. Das Lustige ist, ich war gerade duschen, ne? Man sieht es mir einfach überhaupt nicht an. Das Ding ist, viele haben mir auch geschrieben, dass meine Haare sehr, sehr schnell wachsen. Da habt ihr tatsächlich recht. Meine Haare wachsen wirklich unmenschlich schnell, ne? Wenn man das vergleicht mit dem ersten Video, wo wir die Glatze frisch geschnitten haben, guckt euch das mal jetzt an, Digga. Wir ziehen uns auf jeden Fall jetzt an und dann fahren wir gleich los. Lebensgefährlich, diese Tabletten, ne? Die sind größer als mein Kopf. Ich habe immer Angst, dass man daran erschickt, Digga. Ich stehe auf einer Zeitung, steht einfach, junger Mann stirbt wegen Kreatineinnahme. We won't go to Palma, because here is boring. Willkommen in Palma! Ah, hier sind auf jeden Fall Menschen, Digga. Krass, auch mal wieder nach langer Zeit Menschen zu sehen. Kalt. Welcher Junge wurde verletzt? Einfach seine Rose wurde nicht angenommen. Guckt euch mal bitte an, wie das aussieht. Das sieht schon echt geil aus. Tür steht offen, das heißt, wir können rein. Chef, du kommst hier nachts hin. Also ich sag mal so, das andere, was wir gesehen haben, war so die Google-Bilder. Und das ist so die bittere Realität. Oh! Brother, the best what I see today. Ja. Oh, Louis Vuitton, Schal. Ja, Louis. Yves Saint Laurent, ne? Ja. Dann haben wir hier noch Louis Vuitton. Aber hier steht nirgendwo Louis Vuitton drauf, ne? Prada-Tasche haben wir auch. Dann haben wir hier noch eine Christian Dior-Tasche. Warte, ich finde sie aber absolut hässlich, ne? Das ist 1:1 einfach ein Picknickkorb. Prada. Wie viel kosten diese Prada-Taschen? 100 Euro. Ja. Oha. Darf ich eine anprobieren? Wenn ich die jetzt anziehe, bin ich offiziell Berliner. Kann ich mich ins Café setzen? Ist gut? Adidas. Das Problem ist, ich war nie so dieser Cappy-Typ. Ich habe damals mal versucht, Cappys anzuprobieren, weil ich weiß, ich habe Cappys grundsätzlich immer gefühlt. Wenn du deine Haare nicht gemacht hast, konntest du die anziehen, aber die standen mir irgendwie gefühlt noch nie. How is, Bro? Ist gut? Ja, der sagt zu allem gut, Alter. You're beautiful today. Ich bin eigentlich nur dieser Geschichtentyp und ich interessiere mich dafür eigentlich überhaupt nicht. Aber ich nehme es einfach mit. Wie cool das Leben sein kann, ne? Die Kinder sehen das Leben noch so bunt. Dann kommt Schule, dann kommt Finanzamt, dann kommt Steuern. Boah, Bruder, dann Schwarz-Weiß-Film. Ich nehme eine Sprite. Und ich nehme eine Cola. Diese Stühle, ne? Die verleiten mich wieder zu kippen, Digga. Zu kippeln. Oder wie nennt man das in der Schule? Kippeln, ne? Ich habe damals in der Schule mal gekippelt und dann bin ich einmal hingefallen. Seitdem habe ich das nie wieder gemacht. Digga, Walla, der Look ist krank. Junge, zum ersten Mal sehe ich mit Glatze gut aus. Das Ding ist, ich habe auch schon zu Nico gesagt, ich könnte meine Seiten safe in Hamburg schneiden. Also, sobald wir in Hamburg sind, werde ich auf jeden Fall hier so einen Übergang reinhauen. Mein Bart wächst sowieso sehr schnell, aber ich habe mir überlegt, ich werde den Bart ein bisschen länger wachsen lassen, weil ich habe hier so leichte Lücken und die werde ich dann quasi. Dadurch, dass ich sie wachsen lasse, zumachen. Und jetzt haben wir hier noch ein Kind, was weint. Aber wir dürfen uns nicht drüber aufregen. Wir waren damals auch Kinder. Wir haben auch geweint. Wenn es um Feiern und sowas geht, ne, beziehungsweise Videos, Arbeiten und so, finde ich, ist Ballermann besser. Jetzt aktuell nicht. Deswegen finde ich aktuell gerade sogar hier besser, weil hier einfach viel mehr Betrieb ist. Hier ist viel. Hier weinen Kinder zum Beispiel einfach. Hier was essen. Essen war sehr gut. Essen macht müde. Wir müssen erstmal ein ATM suchen, Geld abheben und dann gehen wir Crepe essen. 1+1 sind 2. Oh. Ich wollte euch abziehen, Mädels. Sag doch wenigstens, dass da eine Treppe ist. Ich wäre fast im Video gestorben, aber sehr guter Titel. Oh, die haben hier geile Sachen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier filmen darf. Ne? Ach komm, film einfach. Ne? So was ist auch cool, so was Elegantes. Aber ich finde, das passt jetzt nicht so. Doch, doch, das ist ja das, was geil aussieht. Aber wie willst du das kombinieren? Gar nicht. Einfach Unterhose drunter. Ey, der hat mich angeguckt, ne? Dieser Blickkontakt. Was ist das für ein Jogger? Das ist so diese Mitte von, ich will heute zum Sport gehen. Und ich will danach noch auf Hochzeit. Das Ding ist, auf den ersten Blick sahen da echt ein paar Sachen. Bro. Warum stolper ich die ganze Zeit, Digga? Das sind so diese Engstraßen. Kennt ihr das? Das haben wir gar nicht in Hamburg so ausgeprägt. Hier ist so richtig dieses Eng an Eng. Eng ist immer gut, ne? Denkt nicht zweideutig. Ich verstehe alles, aber was macht hier ein Baguette? Ich finde Zürich ist geil vom Aufbau. Die Glatze, sie glänzt. Hand aufs Herz. Wir sind jetzt nicht lange hier, aber ich kann sagen, wenn ihr zu dieser Saison kommt, kommt unbedingt nach Palma. Scheiß auf Ballermann, da ist sowieso nichts los. Da könnt ihr nicht ballern. Ich verstehe alles, aber warum liegt hier Wasser? Nach all den Days, wie Dead Speaker sagen würde, sind wir endlich angekommen und es gibt Crepe. Was haben die hier für Bananen, Alter? Die haben doch safe Anabol bekommen. 2 Crepe with Nutella. Schau, das ist einfach so eine Yacht, Bro.